Von Nieder- und Hochspannungsmotoren bis hin zu Umrichtern. Das Großmotorenwerk in der Nürnberger Vogelweierstraße ist das, was man lange als Kerngeschäft von Siemens verstanden hat. Das, was den Konzern über viele Jahrzehnte groß gemacht hat. Und doch, als Siemens-Chef Roland Busch den Standort besucht und hier zum Festakt auch Ministerpräsident Markus Söder empfängt, dann am Ende nur, um das zu vollziehen, was seit Monaten angekündigt war: die Trennung von der Großmotorensparte. Die passt dem immer digitaler werdenden Siemens-Konzern nicht mehr ins Konzept. Innomotics. Unter diesem Namen soll die bisherige Siemens-Sparte jetzt als neues Unternehmen auf eigenen Beinen stehen. Und es ist nicht ein kleines Unternehmen, das da jetzt startet, sondern wir sind weltweit eben über 15.000 Mitarbeitende in 16 zum Beispiel Werken, aber auch in 49 Ländern weltweit organisiert. Also insofern schon ein bedeutender internationaler Player. Umsatz sind wir größer als 3 Milliarden. Also kann man schon sagen, dass wir so eine gewisse MDAX-Größe haben als Firma. Also alles andere als ein Startup. Bei den Beschäftigten herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung und Zuversicht. Auch weil Innomotics zum Start gleich mal die größte Investition überhaupt hier am Standort präsentiert. Eine Dreh- und Oberflächenbearbeitungsanlage für Motorengehäuse. Das geht ja bis zu 21 Tonnen, ein Stück Motorgehäuse. Und hier behandeln wir auch explosionsgeschützte Motorengehäuse, die höchste Anforderungen haben. Also wir müssen, obwohl die Geräte 21 Tonnen haben, trotzdem auf Mikrometer arbeiten können, damit da ja keine Spalte entstehen. Der Blick im Nürnberger Großmotorenwerk geht nach vorn, wieder nach vorn. Denn vor nicht allzu langer Zeit gab es große Sorgen, dass der Standort in der Vogelweierstraße wegen der Abspaltungspläne von Siemens sogar dicht gemacht werden könnte. Doch die Pläne wurden geändert und Nürnberg ist jetzt zur Freude des Betriebsrates und der Belegschaft sogar Hauptsitz von Innomotics. Wenn Millionen investiert werden, ist es eigentlich immer ein Garant dafür, dass die Fertigung bleibt, dass der Standort bleibt und der Standort gesichert ist. Das einstige Siemens-Großmotorengeschäft steht künftig als Innomotics auf eigenen Beinen. Jetzt noch als 100%ige Konzerntochter. Doch Siemens deutet bereits an, die Bande längerfristig ganz kappen zu wollen. Durch einen Verkauf an einen Investor oder einen Börsengang. Dann könnten mit Blick auf die Arbeitsplatzsicherheit doch wieder neue Fragezeichen auftauchen.